So, und es geht gleich weiter mit Let's Play Gothic 1. Mein Name ist Trollhunter 1000 und wir öffnen jetzt das Tor. Gleich werden Minecrawler kommen, aber wir haben hier Unterstützung. Die lassen wir einfach die ganze Arbeit machen. Wir sehen seelenruhig dabei zu. Da kommt noch der zweite Templer als Unterstützung. Brav, tötet brav den Minecrawler für mich. Ich rüste dabei schon mal eine Fackel aus und durchsuche die bisher getöteten Minecrawler. Habe schließlich alle ich ganz allein getötet. Habe ich den Minecrawler schon durchsucht? Nein. Gut, und den da auch noch nicht. So. Und das müsste dann der letzte sein, hier vorne, den ich noch nicht durchsucht habe. Genau. So, jetzt gehen wir etwas tiefer hier hinein. In die Höhle. Gut, da ist wieder ein toter Minecrawler. Komm her, Minecrawler. Komm her. Oh, die anderen kommen auch gleich daher gerannt. Das ist nicht lieb. Das ist gar nicht lieb. Das ist gar nicht lieb. Dann locken wir die mal hier nach vor zu unseren Freunden. Kommt, lieber Minecrawler. So, denn da haben wir Unterstützung. Ich habe keine Lust auf dich. Geh und nerv die Kudler oder irgendwen. Ah, hüpfen wir mal da hinunter. Die Waffe runter. Okay, nimm die Waffe runter. Habe ich ja schon gemacht. Auch wenn ich für einen Buddler wie dir keine Angst habe. Okay. Die sind tot, die Minecrawler. Gute Arbeit, Jungs. Ich werde das Extrakt heilender Kraft trinken. Und ebenfalls die toten Minecrawler hier untersuchen. Und mir ihre Kralle nehmen. Denn wozu haben wir gelernt, ihnen diese abzunehmen? So. Gut, das sind die, die ich schon durchsucht habe. Jetzt werde ich hineingehen und mir die Fackel nehmen, die wir da hingeworfen haben. Und mich hier drinnen noch etwas genauer umsehen. Denn hier gibt's noch mehr Minecrawler. Wer hätte das gedacht? Die mal schnell geschlachtet werden müssen. Da ist keiner mehr. Gut, dann gehen wir da nach hinten. Da gibt es auch keine mehr. Schön. Dann daher. Da sind wieder welche. Ich mag dich nicht. Geh sterben. Ich habe schon oft gesagt, dass ich dich nicht mag. So, und da. Renn nicht weg, du feiges Vieh. Renn nicht weg, komm her. Okay, auch tot. Durchsuchen wir die beiden. Da oben war der zweite. Sodale. Nehmen wir uns die Fackel. Und sehen uns in der Gegend um. Noch genauer. Gehen wir tiefer hinein. Wir wollen ja schließlich das Nest finden. Wir wollen ja nicht umsonst hierher gekommen sein. Komm ruhig her. Hallo, komm her. Nein, ich will nur, dass einer von euch kommt. Ich möchte nur, dass einer von euch kommt. Hört ihr schlecht? Oh mein Gott, da muss ich wohl hinrennen. Okay, und du auch noch. Komm her. Komm her. So. Erledigt. Schön. Gut, dass wir eine relativ gute Waffe gleich gekauft haben.
Damit fällt das, wie ihr seht, nicht sonderlich schwer, diese Minecrawler hier zu töten, obwohl die eigentlich relativ starke Gegner sind. So, also gehen wir hier durch diesen Tunnel durch. Und da sehen wir gleich eine größere Ansammlung von Minecrawlern. Die werde ich mal hier hinaus locken. Komm, folgt mir. Denn hier draußen habe ich etwas mehr Platz, die anzugreifen. Okay. Ich hoffe, die kommen der Reihe nach, brav, wie sich's gehört und nicht alle auf einmal. Ja, der erste ist schon mal tot. Kommt ruhig her, kommt. Na, kommt. Ja, brav. Brav, ganz brav. Wer als erster stirbt, kriegt einen Lolli. Ha. So, gut, der kriegt einen Lolli. Zu sp Ah, scheiße, ich habe keine mehr. Pech. Gut, dann bringe. Sag mal, was ist denn das für ein dummes Vieh? Also, das war ein KI-Bug. Der rennt zurück, obwohl ich direkt vor seinen Füßen stehe. Gut. Jetzt wird gleich ein ganz besonderer Minecrawler kommen. Eigentlich eine besondere Minecrawlerin oder was auch immer die weibliche Form von Minecrawler sein mag. Ich weiß es nicht. Den haben wir schon durchsucht, oder? Ja. Und den hier auch. Gut. Dann speichere ich nochmal. So, und wir gehen wieder hier durch den schmalen Gang. Diesmal erwartet uns keine Überraschung in Form von vielen Minecrawlern, sondern die Minecrawler-Königin, wie ihr hier seht. Ziemlich fett. Allerdings nicht sonderlich schwer zu besiegen, wie ihr seht, denn wir sind außer ihrer Reichweite und sie fügt uns keinen Schaden zu. So. Stirbt schon. Wie gesagt, hält halt relativ viel aus. Und wir kriegen auch ziemlich viele Erfahrungspunkte, wenn wir sie töten. Und hier sind die Minecrawler-Eier. Die sollten wir mitnehmen, denn die braucht Korkalom. Denn in diesen ist auch dieses Sekret enthalten, nur scheinbar in stärkerer Form oder es ist mehr dieses Sekrets darin enthalten. Okay, ich werde mir wieder die Fackel nehmen und mich wieder hier hinaus begeben. Speichern natürlich, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Und wir begeben uns wieder aus diesem düsteren Gebiet hinaus. Ich möchte wieder an die hübsche Außenwelt. Ich möchte wieder in die hübsche Außenwelt von Gothic 1 kommen. Die ist hübscher als diese hässlichen Höhlen hier, die so dunkel sind. So, jetzt sind wir wieder hier angekommen. Schauen wir mal, ob wir denen davon erzählen können. Hallo. Nein. Und den beiden. Erwache. Denen schon. Gut. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Kein Problem. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Okay. Schläfer, erwache. Lass mich Genau. vorbei. So, können wir dem das auch Erwache. erzählen? Ja, können wir. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Kor-Kalom erwartet dich bestimmt schon. Das denke ich auch. Der Und Schläfer erwache. ja, Lass mich vorbei. wir werden uns jetzt gleich zu Kor-Kalom ins Zeckenlager begeben. Gehen wir wieder hier an den vielen Buddlern vorbei. Und hier gleich die Leiter hinauf. So. Diesmal geht er sogar halbwegs genau auf den Sprossen. Ein Wunder.
Okay. Gut, dass nichts passiert ist. Ja. Warum ist er da runtergefallen? Gut, da hinauf müssen wir sowieso nicht. Ja, warum der jetzt runtergefallen ist? Wieder so ein blöder Leiterbug. Okay, immerhin sind wir nicht gestorben. Gehen wir halt. Schauen wir uns das halt nicht an und gehen gleich wieder hinauf. An das Tageslicht, beziehungsweise ist wahrscheinlich immer noch Nacht draußen. Aber das stört ja nicht, wir haben eine Fackel. Das ist ja auch ziemlich... Hat ja auch Stil, mit einer Fackel in der Nacht draußen rumzugehen. Das hat Stil. Jedenfalls, hier gibt es immer noch Minecraft, wie ihr seht. Ich habe keine Lust, die auch noch zu töten. Das können die Templer hier gerne allein machen. Um an die Crawler-Zangen zu kommen. Ich tue mir das nicht mehr an. So, gehen wir hier wieder hinauf. So. Hier ist wieder Snipes. Der Butler Snipes. So. Gleich sind wir draußen. So, wir sind wieder draußen. Gut, die Fackel brauchen wir gar nicht. Okay, wie gesagt, müssen wir die abwerfen. Ich gehe einfach trotzdem mit Fackel draußen rum. Ist lustig. Obwohl es hell genug ist, gehe ich mit Fackel rum. Ich will sie nicht verschwenden und einfach da vergammeln lassen. Dann nehme ich sie lieber auch bei Tageslicht mit. So, wir begeben uns jetzt, wie gesagt, zurück zum Sektenlager und berichten Korkalom, dass wir das Minecrawler-Nest gefunden haben und die Königin getötet haben und uns auch von ihr ihre Eier genommen hat. Die sind nämlich was ganz Besonderes, diese Eier. Ich werde mich jetzt hier noch um die Scavenger kümmern. Sterbt. Okay. Die wären tot. Die durchsuche ich noch alle. Nehme ihr rohes Fleisch. Jetzt lasse ich die Fackel da liegen. Ich nehme sie doch nicht das ganze Stück mit. Gehen wir an diesem hübschen Fluss vorbei. Jetzt müssen gleich wieder Blutfliegen kommen. Exakt. Um die kümmern wir uns noch. So, stirbt noch schnell. Gut, die werden auch noch. Du bist im Wasser, gut. Die Blutfliege ist verpackt. Ich möchte gerne, dass du rauskommst. Ich möchte, dass du hinauskommst. Hallo? Gut, die mag scheinbar nicht. Dann bleib ruhig da drinnen verpackt. So wichtig bist du nicht. Ich durchsuche dabei hier die anderen Blutfliegen. So. So. Und zu guter Letzt die hier noch. Gut, und ich würde sagen, der Part von Let's Play Gothic 1 ist zu Ende. Mein Name ist immer noch Trollhunter1000. Bis zum nächsten Mal.